Kollege, ganz kurz. Sorry. Oh nein! Guck mal, doch nein hier. So, meinst du, das reicht dir jetzt hier, Freund? Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von The Long Drive. Und ja, wir sind wieder, oh Alter, das war das knapp. Wir sind wieder mit 200 Sachen hier auf der Landstraße unterwegs. Und yo, da starten wir doch erstmal mit einem ordentlichen Drift hier rein, Leute. Genau so muss das doch sein. Eins auf die Spitze, Leute. Ja. Hier vorne haben wir einen LKW. Oh, den können wir doch eigentlich mal ausschlachten hier. Hier, Kollege, bleib mal stehen. Oh, alter Vater. So, warte mal. Ich gehe mal in die Außenansicht, dass wir den mal ganz kurz stoppen können hier. Kollege, warte mal ganz kurz hier. Ich muss mal ganz kurz was gucken bei dir. So, pass mal auf hier. Lass mich mal raus hier. Haben wir noch Muni? Kollege, ganz kurz. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ich brauche aber ein paar Teile von dir. Ne? Also, tut mir leid. Erstmal den Sprit klauen hier. Was haben wir da noch drin, ne? Boah, der hat nur noch 9,8 Liter hier drin. Das ist aber nichts, Leute. Ich füll das mal hier rein. Boah, stimmt. Ich habe ja voll gemacht. Ich habe vergessen, Leute. Ich habe vergessen. Wisst ihr was? Wir haben ja drüben eigentlich noch hier ein bisschen Platz, ne? Können wir ja eigentlich installieren. Also, klar, das kann jetzt nicht drauf zugreifen, aber guck mal, ich setze das hier so drauf. Erstmal so. Müssen wir mal gucken. Ich kann den an einer Stelle hier nehmen. Wartet mal. So, vielleicht. Oh, no, 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 no. Aber irgendwie kann ich den hier installieren, damit er hier, damit wir den mitnehmen können. Ah! Na, komm. Komm schon, Dude. Ich will dich doch nur mitnehmen, Alter. Komm jetzt. Ach, Manno. Ach, Manno. Aber das kann ich öffnen. Ah! Es ist wieder ein schwieriges Unterfangen hier, Leute. Sag mal, kann ich hier nichts installieren oder was? Ah, guck ich da nachher mal. Aber was wir neben mitnehmen können, ist, weil wir sind ja ein paar Klappen flöten gegangen, ne? Können wir... Ah, oh, stopp, bleib hier oben, Kollege. Wir nehmen hier mal die paar Kläppchen mit. Ey, was ist denn hier los, ey? Ah! Oh. Komm, wieder Nupper. Jawollo. Geil, Leute. Ich bin hier ein richtiger Jumper, wisst ihr? Habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin ein richtiger Jumper hier. So, noch eine Klappe. Noch eine Klappe für die Klappe. Zack. Ja, ist nicht ganz das Feinste, ne? Aber was ist hier eigentlich los hier, ey? Hab ich Stau gemacht, oder was? Boah, ich hab Angst, wenn ich hier unten bin, ne? Oh! Ich sag, wie es ist, ne? Da fährt nachher wieder mich einer um. Guck, guck, guck. Du ahnst es nicht. Ich hab es ja gesagt. So, ich hab es ja gesagt, Leute, das ist wieder hier knapp, knapp, am knappen, am knappesten, ne? Am knappesten vor allen Dingen. So, jetzt gehen wir mal drinnen gucken, ob wir hier damit irgendwas noch mitnehmen können hier von dem Kerl. Hey, halt so ein Stress hier. Geh mal rein hier, Kollege. Guck mal, er hat noch ein schönes Radio, ne? Ich würde mich ja gerne mal hier hinsetzen, aber was hast du eigentlich für einen schönen Motor hier drin? Mhm. Naja. Ja, was soll ich sagen? Was haben wir hier noch für ein schönes Tacho? Können wir uns den mal angucken oder was ist da los? Ja, das ist halt. Ja, jetzt mach doch mal hier so ein Storn oder hier, so ein Schreierei hier. So, ja, der Tacho, der ist auf jeden Fall deutlich zu klein, Leute. Damit können wir ja gar nichts anfangen. Aber was cool ist, da ist eine Uhr dabei. Und die funktioniert sogar. Aber wenn ich das, den Tacho hier nehme, Leute, da... Nee. Da sehen wir ja... Das haben wir ja in einer Sekunde abgefahren hier. Hallo, Kollege, kannst du mal hier abhauen oder was? Ich glaube, du spinnst.
Und was ist mit dir los hier? Was ist denn mit euch allen hier? Hau mal ab da mit deiner Dreckskarre. Hallo? Ey. Boah! Oha, Leute, das hätte auch wieder böse ausgehen können hier. Ich sag's euch, wie es ist, Alter. Wuhu! Das wäre beinahe schief gegangen. Und hier ist wieder was los hier. Richtig Stau habe ich gebaut. Hat der was am Start? Hallo, 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 hallo. Brauchen wir noch Reifen? Nimm mal was mit hier, der sieht noch gut aus. Richtiger Stau verursacht, Leute, ne? Könnt ihr gerne mal Hashtag Stau in die Kommentare schreiben. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht, Leute. Und ihr habt mir geschrieben, Simi, ich brauche unbedingt, ja, genau das nehme ich. Ich brauche unbedingt, ja, ich brauche unbedingt, ah, ich brauche unbedingt einen, hier, wie habt ihr gesagt, hier so ein Sarg. Ein Sarg bräuchte ich, dann komme ich hier besser rein. Guck mal, was ein schön fällt. Ach, was ein feines Gerät. So. Komm, jetzt muss da drauf hier, ey. Ey, hier sind überall noch Kakteen drin. Weg damit hier. Weg damit. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Ach du lieber Gott, ey. Alles voll hier. Zack. So, Leute, wenn wir schon hier hinten sind, zeige ich euch nochmal. Oh, zeige ich euch mal ganz kurz was. Ich habe ja hier die ganzen Kistchen drinnen, ne? Guck mal hier, wie schön sortiert. Hier habe ich noch ein Tacho reingepackt, ne? Hier haben wir sogar noch ein Fäschchen frei. Hier haben wir... Ja, warte mal. Wir machen das mal anständig, ne? Wir machen das mal anständig. So. Und so. Und dann packen wir nämlich hier die Munition. Packen wir mal hier rein. So. Zack. Jetzt können wir hier mal ganz kurz noch nachladen. So. Den Revolver am besten auch. Warte mal, da müssen wir aber erstmal aufmachen. Und dann... So, und dann machen wir wieder zu. Wunderbar, haben wir das geladen. So, ich habe jetzt hier, guck mal, hier habe ich noch einen Schinken drin. So, und hier habe ich noch ein bisschen Schokolädchen und ein bisschen Brot drin. So, da. Das Ding ist auch wieder zu. Können wir uns direkt wieder auf den Weg machen, Leute. Ich glaube... So. Alter, hier ist aber auch hier. Was ist denn hier los, ey? Ja, können wir uns wieder auf den Weg machen? Leider passt, glaube ich, der. Alter. Ich habe hier richtig Stau gemacht, Leute, ey. Also, jetzt müsst ihr auf jeden Fall mal Hashtag Stau in die Kommentare schreiben. Das ist ja brutal, ey. Das ist ja brutal. Und den kann ich hier leider nicht festmachen, so wie ich das sehe, Leute. Nee, hä? Was ist hier los? Kann ich den auch nicht da dran machen, oder was? Hä? Was ist hier los? Ist der zu gut, oder was? Kann man wohl nicht. Naja, dann lassen wir da. Leute, wir lassen den da. Uah, hallo? Ja, ich gehe mal lieber hier wieder rein, Leute. Das ist mir alles zu Yoga hier. Tschüssken, Freunde! Uah! Oder auch doch kein Tschüssken. Wow! Leute, Leute! Alter, was ist jetzt denn jetzt los hier? Hallo? Oh. Okay, Leute. Attacke, ciao. So, Leute, da ist doch wieder mal was. Endlich! Und vorbei. Ja, super. Oh, Leute, ihr habt es gesehen, ey. Mit über 200 Sachen bin ich wieder über die Straße geflohen. Heieiei, Leute. Heieiei, kann ich nur sagen. Lecco mio stronzo. Ich habe mir auch gedacht, ich glaube, ich muss mal zwischendrin hier mal öfters mal ein paar Sachen aufnehmen. Denn, Alter, ihr glaubt es nicht, ne? Hier fliegen die Autos rum, die fahren wie die gesenkte Sau. Wie habt ihr zu mir gesagt? Ja, ich brauche mich auch nicht wundern, ne? Wenn ich hier mit 200 Sachen über die Landstraße fähig. Aber ja. Leute, so
So ist es halt, ne? Und ja. Boah, was war das? Leute, das war ja eine Katastrophe. Alter Vater, ey. Ich habe ganz kurz gedacht, das Ding, das fliegt uns jetzt hier um die Ohren. Ja. Und guck mal, der Günther. Ja, Günther, was treibst du dann da? Am Fenster, du alter Bankett. Ja, komm raus hier, komm. Ajo. Tag, nochmal gerade in die Eier, du Nappe. Du Nappe. Du Napp, Napp, Napp. Und ein Lappen. Junge, komm mit hier, ey. Zieh dich am Ohr vorbei hier. Mach dich ab hier, Freund. Ab in das Haus. Ich glaub, du spinnst. Ja, Leute, und wenn sich jetzt wieder fragt, warum ich eigentlich nicht vollgeladen habe und warum hier eigentlich wieder die Dinger fehlen. Jo, ich bin ungefähr 17.356 Mal wieder gestorben, aber weiter geht's, ne? Das heißt natürlich auch, der Reifen, den ich hier gesammelt habe, der ist auch wieder weg. Ach, es ist wirklich ein Krampf, Leute. Ich muss hier öfter speichern, ne? Ich kann es euch nicht anders sagen. Ich muss hier öfter speichern. Du wirst dein Lebtag nicht mehr froh, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Da wirst du dein Lebtag nicht mehr froh. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. So, ich lade jetzt mal wieder die die Wäsche voll, gell? So, dann gehen wir gleich mal gucken, ob wir da noch wieder was Feines drin finden. In dem kleinen Lade hier. Vielleicht haben wir ja noch was, was wir am Ende des Tages wieder gut... Oh ja, klar. Guck mal hier. Guck mal hier. Ach, und noch ein lecker Croissant. Und noch ein Keks als Nachtisch. So, wunderbar. Haben wir da schon mal wieder unsere... Ah ja, Farbe. Grün. Schwarz. Wir brauchen noch schwarze Felgen, Leute. Wir brauchen noch schwarze Felgen. Ich hab es mal gesagt, ne? Oh. Schon leer. Schon leer hier. Sag mal, was denn das hier für ein Scheiß? Weg damit. Oh. Ne, doch nicht. Ich hab kurz gedacht, der LKW wäre jetzt ein bisschen dunkler geworden. Das wäre nix, ey. Das wäre aber nix, du, ey. Was haben wir hier noch Feines? Aha, aha, aha. Bisschen Benzin, Öl. Ne. Nee. Ah, noch ein Korb. Den nehme ich mit, Leute. Damit hier bald unsere Körbe hier bis hinten hinragen. Ah, guck mal. Einer kriegen wir, glaube ich, noch hin. Ja, einer kriegen wir noch hin. Aber den ist Schluss, Leute. Müssen die eigentlich mal hier so ein bisschen... Oh, obala. Hallo, hallo, hallo. Was ist jetzt hier los? Hallo. Leute, ich glaube, da will wieder einer Stress hier. Doch nicht. Ich hab kurz gedacht, da sucht wieder einer Streit hier. Ich hab kurz gesagt, hier sucht wieder einer Streit. Komm rein hier, Kollege. Ich weiß, ich brauche einen Sarg. Ihr habt es mir gesagt. Jimmy, du brauchst einen Sarg als Dritt. Aber ich weiß auch nicht hier. Das ist auch eine Katastrophe hier, ey. Wie kann ich den hier wieder abmachen oder was? So. Kommt jetzt dahin. Zack. Wunderbar. Guck mal hier, wie schön, Leute. Ist das nicht sortiert? Ist das nicht schön sortiert? Ah, geil. So, wir nehmen mal noch hier. Die haben wir auch noch. Genau. Das nehmen wir jetzt erstmal und machen mal erstmal wieder unser Cockpit hier sauber. Denn bevor ihr wieder meckert hier, ne? So. Wieder gecleant. Bevor es wieder heißt, Jimmy. Mach die Scheiße sauber. Sieht aus wie bei Hempels. Jo, hab ich gemacht. Ist doch gut. Ihr müsst doch nicht so rumschreien, Leute. Ihr müsst doch nicht so rumschreien. So, Leute. Und danke auf jeden Fall wieder für die ganzen Likes und die ganzen Views und die ganzen Kommentare, Leute. Ihr seid echt einsame Spitze. Also, ich find's geil, dass ihr das nach so vielen Folgen immer noch so feiert, dieses Game. Das macht einfach dann doch wieder für mich noch mehr Spaß hier, immer wieder weitere Folgen zu bringen. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Nein, bleib drin. Nein. Ich find's super geil. Ne? Mir macht es dann auch natürlich noch mehr Spaß. Habe ich aber auch schon, glaube ich, so gefühlt 570.395 Mal gesagt. Ich mag's. So. Aber die Funzel an hier. Da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Lichtschalter. Jo. Da gehen wir gleich mal rein und gucken mal, was wir da Schönes haben. Ich glaube, Bürsten haben wir eigentlich mittlerweile genug, ne?
Ach, Bürsten sage ich. Von den Schwämmen. Bürsten können wir mal noch ein paar gebrauchen hier. So sicherheitshalber, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? So. Oh Mann, ey. Jetzt geh doch nein, oh, du Simpel. Bitch. Leute, an der nächsten Villa oder was auch immer, wo ich vorbeikomme. Ich sag's, wie es ist. Da hol ich mir hier so einen Tritt mit, ey. Sonst krieg ich hier noch einen Pöhn, Alter. Das ist ja wirklich böse. Das ist wirklich absolut böse. Der Taxi, keine Ahnung, auf was das wartet. Ich brauch kein Taxi, Junge. Ich hab einen LKW. So. Ich bin auch mal gespannt, wann wir hier... Geh doch mal ab da jetzt. Leute, ich glaube, ich mache erstmal ganz kurz das Nickerchen, damit wir hier wieder Licht haben. So, raus da wieder. Können wir gleich weitermachen hier in der Botanik. Ah, guck mal hier. Die gute Munition, Leute, für unseren Revolver. Ich glaube, von den Maschinengewehren, da findet man immer nur Magazine, kann das sein? Also komplette Magazine, ne? Die kann man so gar nicht nachladen, habe ich so das Gefühl. Also zumindest habe ich noch keine Patronen gefunden. Immer nur ganze Magazine. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass es die nicht einzeln gibt in so einer Patronenpackung hier. In so einer Kiste. Oh, Leute. Oh, ey, sag mal. Geh jetzt allein, du. Du bist aber auch ein Vollidiot, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man dann so unfähig sein? Und nein, das liegt nicht am Bediener. Das liegt an diesem Kerl, der es hier nicht packt, in diesen LKW reinzuspringen. Der ist einfach zu blöd dafür hier. Der ist einfach zu blöd dafür. Gell? Ich sag's, wie es ist. Haben wir hier noch ein Wässerchen drin oder was? Ne, Alkohol. Macht Birne hol. So, was haben wir da? Sag mal Alkohol. Ah ja, komm. Tschüss. So, Kippe. Brauchen wir auch nicht. Wir rauchen nicht. Ist eh ungesund. So. Oh, noch eine AK. Sehr schön. Die können wir draußen noch installieren. Ja! Habt ihr den Schlag gesehen, Leute? Habt ihr den Schlag gesehen? Da dürft ihr... Was ist denn das? Ey, was ist denn das? Ach, das ist ein Kippen. Nee, will ich nicht. Leute, dafür, für den geilen Schlag... Dürft ihr gerne mal ein GG reinballern. Weil das war doch hier mal richtig aufgemetzelt hier. Leute, das war doch mal einsame Spitze hier. So, ich mach mal hier noch ein bisschen Schinke in den Kühlschrank. Oh, Leute, ich habe die Schnauze voll von dem Ding hier. Ich schmeiß das jetzt erstmal hinten rein. Ich räume das dann wieder ein, wenn ich wieder drin bin. Was ist denn das für ein geiler Tarot? Guck mal hier. Guck mal hier. Mal her hier, das Ding. In lila. Okay. Ups. Ich hab gedacht, ich bin schon hier drüber. Ich leg den mal dahin. Können wir uns gleich mal angucken. Vielleicht können wir den ja installieren. Das sah ja eigentlich ganz cool aus. Der sah doch eigentlich ganz cool aus, Leute. So, nehmen wir mal hier noch den Schinken mit. Haben wir hier irgendwas Interessantes, Wichtiges? Nee. Nee. Nichts, was wir gebrauchen könnte, gell? Also, ne? Insofern, Leute, hat sich das hier wieder mal ganz schnell erledigt. Jetzt kommt hier schon das zweite Taxi. Ach, du ahnst es nicht. Ich brauche kein Taxi! Mensch. Kann man dann so blöd sein? So, ein Schinken nehme ich noch, Leute. Ein Schinken nehme ich noch und die Ilse und das Gewehr. Und dann können wir uns wieder auf den Bock schwingen. Und dann geht das hier direkt weiter. Jo. Der Leid. Sag mal, bist du noch so dappig, um da die Füße zu heben, oder was? Ey, das gibt's doch nicht, ey. Wie kann man da so... Also wirklich, Leute, ich weiß auch nicht. Ich weiß manchmal nicht, was ich dazu noch sagen soll, gell? So. Zack.
Damit wir auch geschützt sind, ne? Falls es mal draußen wieder ein bisschen zu heikel wird, damit wir uns hier noch helfen können. Ja, was wollte ich jetzt noch mitnehmen? Von hier nix, gell? Das ist irgend so eine Kurbel. Keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung. Hä, hab ich jetzt... Leute, ich wusste, irgendwas wollte ich noch. Ich glaube, das war's, gell? Ich glaube, ich wollte sonst nichts mehr, außer hier das noch. Ich mach mal die Tür zu hier. Dann können wir weitermachen. Ach, die Ilse wollte ich ja noch, stimmt. Jetzt. Ja, ihr habt es bestimmt schon geschrieben, Leute. Die Ilse habe ich ja ganz vergessen. Mit Ilse hier habe ich vergessen, du. Ach. Ich hoffe ja, dass ich jetzt hier gleich mal noch hier irgendwo so einen scheiß Anhänger finde, gell? Das gibt's doch gar nicht. Ich frage mich, ob die wirklich hier irgendwie verschollen sind oder was mit denen los ist. So, die Ilse, die kriegt eine Ehreplatz. Direkt auf der Tür. Ah, ist das hübsch, oder? So. Dann zieh ich mal ran hier. Ich glaube, den können wir gar nicht installieren hier irgendwie, oder? Ne, das ist ein Zusatz. Das ist ein Zusatz, Leute. Eieiei, ist der blöd. Oh, aber er funktioniert. Hey. Warte mal, den müssen wir eigentlich hier an die Ecke machen, ne? Hier so. Ah, bisschen rüber vielleicht. So, Leute. Guckt mal hier. Da haben wir doch hier die perfekte Anzeige hier. Vom Öldruck. Ah, Attacke, Leute. Let's go. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten, hoffentlich zum Anhänger. Wuhu. So, Leute, da kommt ein weiteres Gebäude. Ja, ich bin mal ein bisschen humanig. Ach, guck mal. Der Georg, Leute. Der Georg. Was macht dann der Georg hier? Eigentlich Freundchen. Guck mal, was ich für dich dabei habe. Ich habe ein bisschen Blei für dich. Ja, Georg. Guck mal. Georg. Ja, komm hier, Blei. Hahaha. Hast du das gemerkt, Freund? Komm her, ich zeig dir es hier. Kannst du mal richtig hier reingucken? Guck mal da rein hier. So, meinst du, das reicht dir jetzt hier, Freund? Ja, Georg! Ab zur Sonne mit dir! Du Racke! Ja, mach dich ab hier. Ja, der Georg, Leute, der Georg. Was soll man sagen hier? Es ist und bleibt der Georg. Ah ja. So, die Ilse Koschmitter ist auch wieder am Start hier. Ja, mit Fräulein. Ich pack dich gleich hier an meinen Karre dran. Ja, wir brauchen, wie gesagt, unbedingt einen Anhänger, Freunde. Wir brauchen unbedingt einen Anhänger. Es werden wieder mehr Ilsen. Also, ihr seht schon, ich bin fleißig am Sammeln hier, ne? 5, 6, 7 sind schon wieder am Start. Und eine sitzt noch auf dem Beifahrersitz. Also, Leute, mir sei wieder gut unterwegs hier. So, Benzin, dies, das, Ananas, da ist noch ein Schwert, brauche ich nicht, aber ein bisschen Revolvermunition würde ich dann doch noch mitnehmen. Kühlschrank brauchen wir nicht gucken, esse haben wir genug. Das ist gar kein Problem. So, jetzt gehe ich eh hier rein. Bisschen weiter auf, bitte. Danke. Ein bisschen weiter auf. So, jetzt können wir nämlich mal noch hier... Ah, die Schinke-Eiräume, gell? So, guck mal hier, Punktlandung, Leute. Oh, nee. So. Die Schinke habe ich mir gesagt, den mache ich doch oben rein. Nicht, weil ich den kühlen muss hier, wie im Gefrierschrank, aber ich glaube, da passt der ganz gut hin. So. Den noch da oben rein. Guck mal, da haben wir noch 4 ganze Scheibchen da. So. Tu die Luge. Zack. Zackig, Leute. Zackig. Ab mit der Leih und weiter geht's hier im Bock. Leute!
Boah, ich... Nein! Oh. Da ist es wieder. Alter Vater, ey. Ey, diese Bremse hier, ne? Ich meine, okay, ihr habt gesagt, ne? Ey, Jimmy, was denkst du denn überhaupt, ne? Wenn du mit 200 km/h hier über die Straße fliegst, ja, da ist der Bremsweg halt auch mal ein paar Meter weiter, ne? Ja, Leute, das ist ja brutal, Alter. So, ich habe immer noch keinen Anhänger gefunden, Leute. Ich könnte kotzen. Wo ist der denn? Wo kann der denn sein hier? Unser nächstes Teil hier, das gibt's doch gar nicht. Mann, Mann, Mann. Ich frage mich, wann ich hier was finde, ey. Ah. Nein. Hau ab hier. Ah, ich habe nichts geladen. Ich hätte den abgeschossen, Leute. Ich hätte einen radikal mal abgeschossen hier. Das Sau-Ding hier. Jedes Mal. So, was haben wir hier noch? Eine Lampe. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht die Lampen, die könnten wir noch... Ja, ist wieder alles... Ah, jetzt geht's wieder. Ah. So. Haben wir hier noch eine Lampe drauf. So, mal schalten wir noch einer. Ja, also ich habe schon, glaube ich, eine relativ gute Rundumbeleuchtung hier bei unserem Fahrzeug. Was ist das hier? Guck mal, eine gelbe Scheibe. Hä, für wo ist die denn eigentlich, Leute? Für wo ist denn diese Scheibe? Also, ich weiß... Oha. Guck mal. Ich kann die... Ah! Ich kann die ja hier oben drauf machen, ja? So, jetzt pass mal auf. Ich kann das hier rausholen und kann dafür diese Scheibe hier... Flip aus, Leute. Ich flipp noch hier aus in dieser Karre, ey. Ich flipp noch aus hier. Es war alles so schön mit dem Bus. Warum habe ich mich von euch nur überreden gelassen hier? So. Also, wir können das hier einbauen. Ist zwar nicht so ganz passend, aber... Jetzt können wir wenigstens hier... auf- und zuschieben, ne? Haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Aber ich weiß nicht... wo diese Scheibe ist, ne? Ich weiß nicht, wo die hingehört eigentlich. An welches Fahrzeug. Ah, da oben ist ein Sarg, Leute. Sehr gut. Da oben ist ein Sarg. Hier sind noch ein paar Cracker. Da ist einfach ein Eisenbarren drin. Einfach ein Eisenbarren. Ciao, Kakao! So. Haben wir hier noch? Wie viel Wasser? 2-3 Liter brauche ich nicht. Ich habe genug Wasser noch. Aha, unser Klohütche. Da ist noch die nächste Ilse. Die nehmen wir auch noch gleich mit, gell? Die hat schon gekackert. So, die ballern wir mal hier dran. So, zack. Super. Jo, die sieht doch. Ja, wir brauchen... Ah, hier haben wir noch ein Brecheisen. Aha. Was haben wir da noch? Hey Leute, guck mal. Der nächste kriegt's mit dem Fliegeblätsch. Leute, wie geil. Komm mal her hier, du Lappenmädchen. Ich geb dir mit dem Fliegeblätsch, du Lappe. Ey, Leute, die kleben wir uns mal hier dran. So, die Fliegeblätsch haben wir dabei. Die haben wir jetzt dabei. Jetzt holen wir uns mal ganz kurz hier noch den... Oh ja. Das holen wir uns natürlich auch mit. Ich leg das mal hier ab. Und das legen wir dahin. Das brauchen wir nämlich gleich. So. Vorher gehe ich noch mal ganz kurz, Leute. Ich muss mal hier... Uah, ist das ekelhaft. Uah. Können die hier ihre Schweinerei dann immer ordentlich machen oder was? Ey? Muss ich hier wieder für die Leute die Kacke wegräumen, ey. Ekelhaft. Ah, herrlich. Absolut herrlichst, Leute. Ah, ist das eine Augenweide wieder. Geil, Oman. So feiere ich das. Okay. Machen wir erstmal hier die Waffe wieder drin. Oh, shit. Die klebt auf jeden Fall. Ich mach die mal auf die Seite.
Da haben wir auf der Seite noch was dran. Jetzt müssen wir erstmal hier den Sarg hier irgendwie installieren. Oh nein! Boah Leute, ich habe ganz kurz gedacht, ich sterbe, ey. Alter Schwede, ey. Da muss man aufpassen hier anscheinend mit dem Sarg. Das könnte gefährlich sein hier. Eieiei. So, wie kann ich den hier... So, oder was? So soll ich den da dran machen, oder wie? Aua! Leute! Das ist ja göttlich! Quasi! Im wahrsten Sinne des Wortes! Oh, da muss ich das aber hier ein bisschen schöner dran machen hier. Das ist ja geil. So. Das ist ja wirklich super. Alter. Das ist nice. Und zur Not haben wir hier noch ein bisschen Stauraum. Leute, das ist schon irgendwie ein bisschen geil. Aber wartet mal. Ich glaube... Ich setze mir den andersrum hin. Scheiß auf den Stauraum. Aber dann habe ich hier ein bisschen mehr Trittfläche, ne? So. Wenn es geht, natürlich. So. Ah, das ist schon... Leute, das ist schon... Das ist schon Premium. Leute, danke für den Tipp. Das ist schon ziemlich geil. Ich meine, wir kriegen immer noch die Klappe auf, ne? Oh. Woo. Geil. Leute, das ist... Das ist geil. Leute, das ist geil. Gut, ich würde sagen, wir fahren noch mal eine Runde. Gucken mal, vielleicht finde ich noch was Feines. So Leute, zur Abwechslung mal ein bisschen ruhiger, ne? Hier haben wir eine feine Tankstelle. Da platzieren wir mal unser Fahrzeug. Dann machen wir mal das Fahrzeug aus. Ah, herrlich. Leute, was ein Ritt. Ihr habt es gesehen, ne? Ich hab den Kerl ja mal richtig überholt. Ja, lecko mio. Ich hatte Angst, dass sowas passiert. Genau sowas. Alter Vater, ich kann euch sagen, ja, das ist aber auch ein wilder Ritt hier mit der Karre. Huiuiui, kann ich euch sagen. Oh, guck mal, hier haben wir noch einen Ersatzreifen. Haben wir eigentlich irgendeinen Reifen, der... Ja, guck mal hier, der sieht gar nicht mehr so gut aus. Ich würde sagen... Oh, den wechseln wir mal ganz kurz. Machen wir weg hier den Schlubbi da. Machen wir hier mal den Schlappen wieder drauf. Und dann, guck mal hier wieder. Feiner Rad, feines Rädchen. So, der sieht noch gut aus. Der sieht auch noch super aus. Nur hinten rechts hat er ein bisschen gelitten. So, Reifen sind geswitcht. Keks ist am Start. Wird direkt... Nabuliert. Haben wir. Das ist, aber hier an diesen Raststätten, ne, das sind immer Klos hier. Ist ja fast wie ein wahre Leben hier. Ekelhaft, ey. Boah. Richtige Drecksau hier. Einfach mal hingehen und irgendwas in den Brunnen reinschmeißen, ne, Leute. Einfach mal irgendwas in den Brunnen reinschmeißen. So, Leute, wie geht's weiter hier? Wie geht's weiter? Ich sehe hier nichts, ne? Jetzt ist hier wirklich tote Hose, ja? Weit und breit. Hier, in richtigem Ödland. Ich hoffe ja, oder ich bin ja wirklich daran, dass ich hier so einen verkackten Anhänger finde, Leute. Aber ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wo. Wenn ihr wisst, wo so ein Ding sich befindet, ne? Oder wo man den am besten finden könnte... Schreibt es mir doch bitte gerne mal in die Kommentare, Leute. Es wäre auf jeden Fall sehr geil. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo. Aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.